willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Fernbus-Simulator Reloaded. Schön, dass du wieder dabei bist und mehr sehen willst von mir hier, unsere geilen Fahrkunst. Ui. Wir fahren nach Leipzig und fahren da über Halle schnell rüber. Ein Wunsch von Sebastian. Wir werden das dann nächste Woche machen, dass wir dann von Leipzig dann nach Potsdam fahren und dann vielleicht weiter nach Dresden oder sowas. Irgendwie sowas. Ach komm, ja, Lenkverhalten, komm. Ich muss hier nur mal hier irgendwie rumfahren. Wenn das so blöd gebaut ist hier, kann ich aber auch nichts dran ändern. Ne, klappt ja wohl nicht. So, 200 Kilometer haben wir es noch. So, oh ja, bremst jetzt noch ab. So, falls er jetzt der Meinung ist, der muss jetzt wieder hier abbremsen oder sowas. Aber er gibt sich Mühe zu fahren. Machen wir auch. Und dann passt das hier Ganze. Ja, wie gesagt, also letzte Folge hatten wir uns ja nochmal kurz vorm Ende dann mal nochmal ein Thema aufgeschnappt. Also es ist halt wirklich, wenn man halt versucht, was nachzubauen, ja, dann sollte man das auch wirklich versuchen, richtig nachzubauen. Gerade diese Endhaltepunkte, ja, die sollten natürlich dann ein bisschen ausgearbeitet werden. Und wenn dann natürlich Straßenbahnlinien fehlen, hallo, das ist schon ein bisschen, ich hoffe, dass das halt, ich werde mir den Sebastian richtig angucken. Ich komme von da. Ja, er fährt mir rein. Er fährt mir rein und ich bin schuld. Hallo? Komm mal da hin. Blöder Sack. Nee, okay. War nicht meine Schuld. Was wollte ich sagen? Achso, kenne die Linie natürlich. Ja, die Linie 100. Ja, da werde ich natürlich ein Auge drauf werfen. Fährt nämlich Kurfürststraße lang. Ja, könnt ihr schon mal festhalten. In der Kurfürstenstraße ist meine Arbeit. Von daher kenne ich sie denn. Boah. Durfte ich hier einmal komplett runterbremsen, obwohl hier nichts ist, ja. Ja, wie gesagt, da ist meine Arbeit, Kurfürstenstraße. Ist auch eine, naja, Straße, wo bezahlbare Damen dastehen, ja, Kurfürstenstraße. Also wenn er irgendwann mal so Bass spielt und ihr Vater an der Kurfürstenstraße, denkt immer an die bezahlbaren Damen. Eine sehr bekannte Straße. Und ja, da werde ich mal wirklich ein Auge drauf werfen, ob wirklich da drauf achten. So. Wir müssen abfahren. Achtzig. Dürfen wir, bevor sie nachher wieder meckern hier von wegen hier. Die Bahn so schnell. Ja, ja, dieses Gemecker. Die wir es alle lieben. Da können wir gleich hier bleiben, auch auf der Spur. Aber das ist schon wieder irgendwas. Baustelle oder sowas. Was ich auch schon wirklich schon so Polizeikontrollen oder sowas hatte ich auch noch nicht gehabt. Haben die das rausgenommen? Ist da irgendwie was drüber? Wundert mich schon, dass das nicht mehr drin ist. Oder spiele ich das einfach nur zu kurz? Kann natürlich auch sein. Ne? So, Tunnel. Wir fahren hier 70 lang. Hier steht 70, also fahren wir hier 70.
es ist immer wieder 100. 14:42 ist Ankunft. In Halle. Das wird bestimmt auch wieder gut voll sein da alles. Ja. Das macht mir Spaß mittlerweile. Aber ich glaube, das merkt man auch. Dass ich da zur Zeit echt Spaß dran habe. Ich glaube, es war genau nach Halle. War die Pause. So, dann machen wir schon mal rüberziehen. Wir sind ein wenig schneller als der LKW hier. Counter-Strike mit dem Lenkrad. Das ist ja geil, da haben sie ja sogar Spieler mit reingenommen. Wusste ich gar nicht. Das ist ja irgendwie was Neues jetzt, was ich da jetzt gehört habe, ja. Wie kann ich Kaboom mit Freunden spielen? Indem du dir das Spiel kaufst und dich auf den Server einloggst. Kann ich Counter-Strike mit einem Lenkrad spielen? Mit einem Lenkrad. Ein Shooter. Ziemlich cool gemacht. Also wie gesagt, also diesen DLC tatsächlich, den finde ich cool. Haben sie cool gemacht. Den finde ich wirklich nicht schlecht. Dieses Jahr sind ja, glaube ich, auch 2 oder 3 DLCs noch angekündigt für den Fernbus-Simulator. Die werden wir uns dann natürlich jetzt dementsprechend auch angucken, ne? Also, nachdem ich das Ding ja jetzt auch wirklich spiele. Ja, kann ich es mir auch kaufen. Da liegt schon wieder ein Wohnwagen. Die liegen oft rum an der Autobahn, scheinbar. Ist wohl Fallgut. So, 100 Kilometer sind es noch. Da hätten wir Potsdam wahrscheinlich doch noch geschafft, ey. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Das kam mir jetzt irgendwie alles ein bisschen länger vor. Was er mir da angezeigt hatte, waren fast 400 Kilometer halt. Und Halle ist jetzt nicht so weit von Leipzig weg, wenn Leipzig ja schon Endhaltestelle ist. Meine Güte. Die Folge am Freitag wahrscheinlich gar nicht so lang. Blöd. So. Aber wer weiß, was da los ist. Steht ein Baum mitten auf der... Guck mal, hier steht ein Baum auf der Autobahn. Warum steht hier ein Baum auf der Autobahn? Da steht ein Baum auf der Autobahn. Wenn es ein Auto wäre, würde ich ja sagen, okay, aber ein Baum. Rintintin. Diese Fehler. Auf Deutschlandstraßen sieht es im Moment wie folgt aus. Ja, da steht ein Baum auf der Autobahn. Durch Jungbrunnen auf der Fahrbahnseite. Hätte man nicht einfach sagen können,
Schnee. War Schnee abgebildet? Also Frost oder sowas wahrscheinlich. Na ja, gut. Auf der Autobahn friert's nun mal. Steht ein Baum auf der Autobahn. Also, so weit habe ich ja wirklich noch nicht gesehen. Also nach den ganzen Folgen, die wir jetzt gespielt haben, habe ich ja wirklich gedacht gehabt, dass sie das wirklich in den Griff bekommen haben, ja. Dass da so eine utopischen Sachen sind, aber scheinbar fährt hier nicht wirklich jeder lang oder sowas, dass da auffällt, dass da ein Baum auf der Autobahn steht. Naja, wenn das so ist. So, ja, ich richte mich lieber nach die Verkehrsschilder als wie unten. Das Navi ist wahrscheinlich besser. Wir heizen hier was lang hier. Das ist ja der Wahnsinn. So. Kilometer haben wir es noch. Jetzt sind wir ja schon da. Ja, sonst, wie gesagt, gibt's halt nichts groß Neues zu erzählen. Außer, ja, gestern neues Projekt wieder. Also, wahrscheinlich wird's bei den Leistungen geblieben sein. Vielleicht kommt da vielleicht noch eine Folge hinterher oder zwei Folgen. Muss man mal gucken. Und zwar mit dem Transim World, dem neuen DLC mit dem Marcella Express. Da ja, bin ich mal gespannt. Ich kenne den noch von dem Microsoft Transim Simulator damals. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den in Transim World umgebaut haben. Also. Ich finde ja den Transim World ja schon verdammt schick. Und wenn man halt von Anfang an gleich alle DLCs kauft, dann wirkt das auch nicht so teuer. So. Dann sind wir ja tatsächlich in Halle angekommen. Ich glaub's gar nicht. Tatsächlich in Halle angekommen. So. Könnten wir eigentlich gleich in Halle doch eine Pause machen, oder? So. Aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Aber schaltet unbedingt wieder ein am Freitag. Ich würde mich freuen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.